Da! Eine Minute noch! Ihr kommt nicht auf unser Gebäude. Das ist mein Dach. So. Sonst noch irgendwo? Kommt schon. Nyahaha. Komm, geh sterben, du Arsch. So, sonst noch wo? Ja, natürlich. Immer. Ich mach immer gute Schüsse. Ihr kennt mich doch. Eine Minute bis zur Ankunft. Sammeln Sie Ihre Leute und machen Sie sich bereit. Ziel neutralisiert. Beeilen Sie sich, Vulture 12. Die machen uns hier verdammt nochmal die Hölle heiß. So, ich will nochmal ein bisschen mit dem hier schießen. Ziel erledigt. Alter, der lebt ja immer noch. Hat ja ganz schön viel ausgehalten. So, noch irgendwo. 30 Sekunden noch. Nach 30 Sekunden sorgen Sie für einen freien Luftraum. Fertig machen, Jungs. Noch 30 Sekunden. Konzentriert das Feuer auf diesen Helikopter. Tot. Shit, ich habe keine Muni mehr für die Waffe. Wie soll ich die beiden jetzt zerstören? Ziel erledigt. Feuert mit allem, was ihr habt. Warte. Ich habe eine Idee. Gib mal her. Klasse Schuss, Captain. Jawohl. Bam. So, gibt's hier irgendwo, was ich benutzen kann, um den scheiß Heli zu vernichten? Oh, hier muss doch irgendwas geben. Raketenwerfer oder irgendein Kram. Stehe unter schwerem Beschuss. Ah, scheiße. Wo ist denn? Na gut, das bringt mir auch nichts. Ah, probieren. Feuert nee, mit allem, was ihr habt. Das bringt mir nichts, wo ist die Knarre? So, der kann ja mal ein bisschen hier rüberkommen. Aber gibt es hier irgendwo einen Raketenwerfer oder so? Oh, das sieht wie ein Raketenwerfer aus. Feuert mit allem, was ihr habt. Oh, Waffe benutzen. Ja, nehmen wir die. Ist zwar kein Raketenwerfer gewesen, aber egal. So. Rauf auf die Plattform und alle einsteigen. Los, 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 Jackson. Mach mal. Alle Mann zum Evakuierungspunkt auf dem Dach. Ziel unsere Verstärkung ist da. Wir werden abgeholt. Na dann, nichts mehr raus hier. Hallo? Ich möchte abhauen. Darf ich oder darf ich nicht? Oder soll ich hier hin? Ich gehe auch hier hin. Hallo? Hallo, ich will hier rein. Halt, warte mal, da ist ein Ziel. Was ist mit Ihnen, Captain? Der Krieg ist noch nicht vorbei, mein Junge. Ran an das Geschütz und bringen Sie sicher hier raus, verstanden? Wir sehen uns auf dem Schiff wieder. Ich muss noch hier, Vulture 12, befinden uns wieder in der Luft. Captain Lambert, hier Zentrale. Ich habe eine Nachricht von ganz oben für Sie. Lambert, die Koreaner waren nur der Anfang. Dort draußen im Meer wartet etwas. Ah, hier ist ein Raketenwerfer. Die Koreaner kennen unseren Code, das Raumschiff zu öffnen. Und was immer sie dort finden was werden, steht da? Es wird schlimmer enden als Raketenwerfer. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir müssen die Ersten sein. Kommen Sie in die sichere Zone an den Docks und schließen Sie sich dem Sonderkommando an. Unseren Code? Das wird ja immer besser. Suchen Sie sich jemand anderen. Ich habe hier noch was zu erledigen. Lambert! Ich glaube, Sie verstehen die Lage nicht. Lassen Sie uns das Ganze nicht noch einmal wiederholen. Das Leben unserer Jungs steht auf dem Spiel. Hier muss jemand verdammt nochmal für Ordnung sorgen. Genau. Wir müssen jetzt für Ordnung sorgen. So, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Hep. Dann wollen wir mal. Also ich habe jetzt einen Raketenwerfer bekommen und ich denke, ich muss den auch einsetzen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Bup. Ich werde einfach mal zur Sicherheit speichern. Hm. Nett. Mit dem Regen.
So, wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Hier geht's nicht lang. Müssen wir hier runter? Ganz dann raus. So, der ist Geschichte. Wir haben fast keine Muni mehr. Jeder hat eine Grenze. Wir hätten sie nicht zurückholen sollen. 8 verdammte Tage in diesem Drecksloch. Einer hat sein Maul aufgerissen. Und jetzt sind wir alle dran. Scheiße. Und wer kümmert sich um das Schwein? Beruhig dich, Lambert. Jackson ist in Sicherheit. Atme durch. Und jetzt ab zu diesen Bastarden. Ja, ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich hier runterspringen kann oder nicht. Ich hüpfe einfach mal. Ja, ab zu den Bastarden, aber... Idioten. Dachten, sie hätten den ganzen Dock gesichert. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Nicht mit mir gerechnet. Ich brauche eine neue Waffe irgendwie. Scharfschützen. Kriechen sich hinter ihrem Gewehr. Zu feige zum offenen Kampf. Kommt her, ihr Bastarde! Oder habt ihr schon genug? Oh nein. Die Luft ist wie elektrisiert. Man spürt die Schwingungen dieses Monstrums bis hierher. Die Regentropfen tanzen im Takt um mir. Alter, du klingst wie ein Philosoph, Alter. So, jetzt haben wir da eine kleine... Ah, scheiße, Granate. Stirbt! Das ist ja super. So, wir sterben. Ah, wo ist der Kackscharfschütze? Wo bist du? Da oben! Da oben ist noch einer. Können wir jetzt eigentlich unsere andere Waffe wieder nutzen? Ja, haben wir wieder ein paar Schuss drauf. Ja, ich sehe hier auch kaum was. Es ist verdammt dunkel. Alter, wo seid ihr? Da bist du. Gut. Hat man das auch erledigt? Ah, hier lang. Und jetzt? Spiel gespeichert. Hallo? Daten werden geladen. Okay. Was auch immer jetzt passiert. Daten werden immer noch geladen. Ah, lad doch mal ein bisschen schneller die Daten. Sag mir jetzt nicht, das Spiel ist mir schon wieder abgeschmiert, weil der ein paar Daten laden musste. Aber ich glaube, es ist wirklich so. Ich könnte gerade echt kotzen. Hallo, Spiel. Ja, okay. Ich höre es gerade. Das Spiel hat sich wieder abgeschmiert. Oder ist schon wieder abgeschmiert. Wir sehen uns gleich wieder. Scheißspiel. Ja, willkommen zurück bei Crisis Recrage. Ja, ihr wisst es ja, ich hab's ja schon mal gesagt. Das Spiel schmiert mir andauernd ab, wenn es irgendeine Szene laden muss. Also bei irgendeiner Ladesequenz spielt mir das Spiel immer ab.
Aber nur wenn ich Fraps anhab. Also wenn ich Fraps aushab, dann ladet das Spiel ganz normal die neue Szene und nichts passiert. Aber sobald ich Fraps anhab, stürzt mir das Spiel immer ab. Wahrscheinlich verträgt sich Fraps nicht so wirklich mit dem Spiel, dass es bei jeder Ladeszene abschmiert. Ich hoffe, jetzt kommen keine Ladeszenen mehr, denn ich habe sowieso schon genug zum Schneiden. Gut, wir gehen weiter. Ich bin ja erstmal froh, dass alles noch da geblieben ist. The Revenge of the Marines. Die Rache der Marines. Ich bin ja trotzdem froh, dass alles da geblieben ist. Weil ich den Rechner zwangsvoll neu starten musste. Du Scheiße. Feuer einstellen! Idioten! Tot oder wir schießen! Captain Lambert, Codename Rainies, lasst mich durch! Alles klar, sie kann passieren! Das will ich auch hoffen! Ja, dann muss ich erstmal durchkommen, ja? Wenn ich passieren soll. Liegen ganz viele Tote. Rauchgranate nehme ich mit. Werde ich zwar nicht benutzen, los, aber. Wir rücken aus! Wow. Los, los, los. Bewegung, Soldat. Ich muss da hinten hin. Ganz alleine unterwegs, Captain? Hey, Captain, stimmt es, dass diese Viecher einen auffressen? Ich habe gehört, die ernähren sich von Menschenblut. Hua! Hua! Geil. Ich muss da hinten hin. Genau, versuch's damit. Nee, ich muss da rein. Ich muss hier rein, ne? Ich hab ne Familie. Oh, seid nicht so weich, ey. Wer bist denn du? Ein Mann in weißem Kittel. Ich darf sie nicht durchlassen, Sir. Wie? Captain Lamp, sorry, Sir. Wollte grad sagen. Aber ansonsten, ne, Freundchen? Wisst Bescheid. Hätte ich mal durch mein Fernrohr geguckt. Endlich haben wir mal Zeit für uns. Sie, was wollen Sie? Ich muss mich um meine Proben kümmern. Lassen Sie das. Wie war das so im Urlaub? Hat er Ihnen gefallen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Die Baupläne, unsere Verteidigungsposition, das hat Ihnen doch bestimmt die Tage versüßt, oder? Sie verstehen nicht, ich... Helfen Sie mir. Lassen Sie die Frau los. Oh... Eine Rettungsmannschaft reicht euch nicht. Ihr seid auf den Geschmack gekommen in Gefangenschaft. Wenn ihr mich noch weiter so hinhaltet, werde ich wirklich sauer. Unseren vierten vermissten Mann gegen das Leben der Frau. Holen Sie ihn zurück. Er ist nicht tot, wie behauptet. Oder Sie werden Ihren Freund Jackson nie mehr wiedersehen. Wo ist er? Er sollte in der Evakuierungszone bleiben. Er hat sich dem Sonderkommando angeschlossen und ist auf dem Weg, die Koreaner vom Raumschiff abzuhalten. Ihr seid wie ein Geschwür, das an unseren Adern saugt und uns alle vergiftet. Das war alles seine Entscheidung. Merkt ihr nicht, wie ihr uns alle in den Abgrund reißt? Wie ich sehe, habt ihr euch bereits kennengelernt. Cafferty! Ausgezeichnete Führungsqualitäten mit Neigungen zur Aggression. Jackson ist da draußen und wir müssen ihn holen. Tut gut, dich wiederzusehen, Lambert. Ich hab schon davon gehört, meine Jungs ebenfalls. Der Heli steht bereit. Wie in alten Zeiten, was? Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Das halte ich für keine gute Idee. So. Wir lassen niemanden zurück. Bringen wir es hinter uns. Genau, bringen wir es hinter uns. Admiral Scorsby ist ganz schön sauer. Ich habe getan, was ich tun musste. Es sieht düster für dich aus. Du weißt, er hasst Alleingänge. Dann solltest du dir das hier nochmal überlegen. Mehrere Feuertrupps gesichtet. Alter, wieso? Bewegung auf den Dächern. Das kann ich. Menschen wie ich kriegen keine zweite Chance, Cafferty. Das solltest du langsam gemerkt haben. Nähern uns dem Startplatz. Over. Raketenwerfer! Raketentreffer, durchhalten! Helikopter stabilisiert. Blockgeschütze auf dem Backsteingebäude links. Was? Wo? Da! Ah, wieso kann ich nicht dauerhaft schießen? Alles wie ausgestorben. Sie sind schon losgeflogen. Oder gar nicht erst angekommen. Alter Pessimist. Na klar. Sie haben uns gesichtet. Scharfschützen, Bodentruppen und Panzerabwehr auf 12 Uhr. Was zur Hölle ist das? Ach du Scheiße. Wir werden beschossen. Scheiße, der Regen verschwimmt die ganze Sicht.
So. Aufpassen, das sind unsere Jungs mit der Artillerie. Nicht schießen, verdammt! Okay. Schießen wir mal nicht drauf. So, auf was darf ich denn jetzt schießen? Oh, Kacke. Ich wiederhole, hier im Churchill kann mich...